Die Gutmenschen, die Woken, sie alle können sich freuen. Denn es gibt neben der AfD möglicherweise in Bälde weitere Feinde, gegen die man auf die Straße gehen kann. Es bleibt doch alles toll in Bewegung. Und um welche neuen Feinde es sich dabei handelt, das schauen wir uns mal an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.kritisch. Jetzt ist die Werteunion wenige Tage alt und schon gibt es saftige Kommentare. Und hier von dem Thomas Schmidt von Welt natürlich mal wieder ein Plusartikel. Und er bezeichnet tatsächlich diese Entwicklung in Deutschland als beunruhigenden Gärungsprozess. Und in seinem Kommentar wartet er wirklich mit Behauptungen auf, ohne diese hier zu belegen. Er informiert den Leser zunächst mal darüber, dass die CDU angeblich erleichtert sei über das, was die Werteunion hier vorhat, beziehungsweise für die Werteunion hier steht. Schmidt bezeichnet die neu gegründete Partei um Dr. Maaßen hier als Nostalgie-Club und sagt, dass hier die Werte so von Franz Josef Strauß hochgehalten werden würden und von daher hätte diese Partei gar keine Chance letztendlich. Und die CDU sei, wie gesagt, sehr erleichtert. Und dann geht er so ein bisschen ins Detail und das hat mich schon so ein bisschen verwundert. Wir lesen uns das mal gemeinsam kurz durch. Und er schreibt, die angeblich konservativ-liberale Partei von Hans-Georg Maaßen, deren Gründungsprozess der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gerade in einem Erfurter Kabarettlokal eingeleitet hat, sieht zwar auf den ersten Blick nur wie eine Abspaltung von CDU und CSU aus. Das belegt sowohl die Selbstbezeichnung als Union 1.0, wie der Umstand, dass zahlreiche konservative CDU-Mitglieder mit von der Partei sind. Also er ist der Meinung, diese Partei sei nicht konservativ-liberal, denn er sagt ja angeblich konservativ-liberal. Und dann wird es allerdings ein bisschen recht krass, denn er schreibt, tatsächlich ist die Union 1.0 weit eher eine AfD 1.0. Die Schnittmenge zwischen Maaßens Neugründung und der AfD ist groß. Deswegen wird die Union 1.0 wahrscheinlich eher der AfD als der Union Wählerstimmen wegnehmen. Also das kann natürlich sein, das weiß man nicht, aber er behauptet ja, dass im Grunde genommen diese neu gegründete Partei Union 1.0 eher sowas wie eine AfD-Partei sei. Und er sagt, diese neu gegründete Partei habe mit der AfD eine große gemeinsame Schnittmenge, begründet dies aber nicht. Also wenn man tatsächlich so etwas behauptet, dann sollte man, um den Leser, die Leserin zu überzeugen, doch zumindest einige der Faktoren nennen, die scheinbar der AfD und der Werteunion hier ausmachen. Aber das macht er natürlich nicht. Er setzt diese Behauptung in die Welt und das sind ja so ganz prägnante Begriffe, gemeinsame Schnittmenge. Das ist sehr einfach, das ist leicht verdaulich für den einen oder anderen Leser und deswegen kann man das auch so leicht weiter kommunizieren und sagen, naja, bleib mir doch weg mit der neu gegründeten Partei von Maaßen, der ist doch genau wie die AfD, habe ich doch gelesen, haben doch eine große gemeinsame Schnittmenge. Worin besteht diese Schnittmenge? Wäre schön, wenn wir das von Herrn Schmidt erfahren hätten. Aber Herr Schmidt geht noch weiter. Der Kampf um all jene Wähler, die unzufrieden mit der jetzigen Ampelregierung sind, sei natürlich jetzt hier losgegangen. Und er sieht auch in diesem ganzen Gedrängel die Partei von Sarah Wagenknecht, aber natürlich auch die Freien Wähler. Also Sarah Wagenknecht kann man ja, weiß Gott, nicht irgendwie so als rechts von der Mitte positionieren, aber sie ist halt eben gutes Pendant, so ein kleiner Ausgleich für die Wähler, die halt eben nicht unbedingt rechtsorientiert sind, sondern die eigentlich von Haus aus eher SPD oder Grüne gewählt haben, die ja zurzeit so ein bisschen Richtung AfD sich bewegen. Aber da kann natürlich Sarah Wagenknecht Abhilfe schaffen. Und man hat so den Eindruck, dass der Kommentator Thomas Schmidt rechts von der Mitte immer für sehr gefährlich hält. Denn er schreibt, rechts von der Mitte findet gerade ein bemerkenswertes Gedrängel statt. Maaßen steht ja nicht alleine da. Die Partei, die Sarah Wagenknecht gerade gegründet
hat fischt offensichtlich auch in dem angeschwollenen See von Antisystemressentiments. Antisystemressentiments. Und schließlich kommen noch, leider oft übersehen, die Freien Wähler hinzu, die dank Hubert Aiwanger und seiner Rhetorik der verfolgten Unschuld so populär sind wie nie zuvor und behaupten, sie allein sprechen für die Real People. Egal wie sich die Stimmen am Ende verteilen, dieser Gärungsprozess ist das eigentlich Beunruhigende. Okay, also rechts von der Mitte ist für diesen Kommentator ein großes, großes Problem. Die Frage ist aber, warum diese Real People, von denen er spricht, also von uns Bürgern, warum wir uns möglicherweise nicht unbedingt mehr zu den bisherigen Parteien CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne hier verorten lassen möchten. Dafür kann es ja nicht nur den angeblichen Fakt geben, dass wir alle Rechtsextreme sind oder vielleicht Linksextreme und uns deswegen auf Sarah Wagenknecht stürzen. Es muss doch ganz konkrete Gründe geben, warum die Menschen in unserem Land so unzufrieden sind. Und dann kann ich doch nicht fordern, wie Herr Schmidt das tut, obwohl es ungleich besser wäre, die AfD würde nicht durch Aufsplitterung ihre Wählerschaft, sondern durch die Abkehr der Wähler und Wählerinnen geschwächt. Während den Anfängen. Warum sage ich das? Wenn heute die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, beziehungsweise wenn heute versucht wird, einer einzelnen Person die Grundrechte möglicherweise abzusprechen, wer wird es morgen sein? Wird morgen die Petition eröffnet werden, die da fordert, dass auch einem Hans-Georg Maaßen die Grundrechte abzusprechen sind? Wird es morgen dazu kommen, dass die Werteunion vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Wird es morgen dazu kommen, dass möglicherweise auch die Freien Wähler zum freien Schuss freigegeben werden und man dann solche Plakate lesen müsste auf den kommenden Protesten? Tötet nicht nur AfDler, tötet direkt auch die Leute von der Werteunion. Denn solche Plakate, bei denen gefordert wurde, allen AfDlern den Tod oder Nazis den Tod zu wünschen, die solche Plakate konnte man ja hier bei den aktuellen Protesten vom letzten Wochenende leider wahrnehmen. Und ich frage mich, warum geht Deutschland so mit Parteien um, die rechts von der Mitte stehen? Hat das wirklich was mit unserer Geschichte zu tun? Oder sind wir einfach ein Volk auf dem Weg zur Intoleranz? Und fragt euch doch mal, wie geht man im Ausland mit vermeintlichen rechten bzw. rechtsextremen Gruppen um? Ich persönlich befürchte, dass die Hetzkampagnen gegen die neu gegründete Partei von Hans-Georg Maaßen erst begonnen hat. Und sie werden höchstwahrscheinlich zunehmen. Ich freue mich sehr über viele eurer Kommentare für alle Neuen. Abonniert bitte meinen Kanal und vergesst die Glocke nicht zu drücken. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.